Die Vorbereitung unserer Ladies ist in vollem Gange und endlich wieder in der Hölle West bei mir unser Mini-Havenit-Trainer zusammen mit Simon Consoir. Mini, was ist das für ein Gefühl? Was war das für ein Gefühl, A, wieder in die Halle zu kommen und B, doch auch trainieren zu können? Ja, es war ein unfassbar schönes Gefühl. Also ich bin mit Simon in die Halle gekommen. Wir hatten uns vorher noch bei mir getroffen, hatten noch ein paar Sachen besprochen. Und wie wir dann in die Halle gegangen sind, wir konnten es eigentlich kaum glauben, weil es war so eine lange Zeit. Man hat immer gehofft und gehofft. Es ging immer wieder ein bisschen was bergauf, dann ging es wieder bergab. Und ja, das war schon eine richtig geile Zeit jetzt. Vor allem jetzt auch die 2 Wochen, dann wirklich immer wieder regelmäßig in die Halle zu gehen und auch das Ziel zu haben, dass man wirklich jetzt etwas länger wieder in die Halle kann. Und dass man hoffentlich auch eine gute und vernünftige Saison spielen kann. Dann schilder doch mal deine Eindrücke nach 8 Monaten nicht mit dem Ball gearbeitet. Wie waren die Ladies so drauf? Passen, fangen, werfen, schnappen, ging das noch? Ja, erstaunlicherweise ging es wirklich noch. Also wir hatten schon mit ganz anderen Dingen gerechnet. Fit waren sie alle, also wir waren wirklich sehr, sehr positiv überrascht. Ich denke, da hat der Andi eine sehr, sehr gute Arbeit geleistet. Die Online-Trainings waren sehr gut oder sind auch gut angekommen. Und ja, und das Schnappen und das Fangen, das Prellen hat ab und zu noch ein bisschen nicht funktioniert, aber das lag vielleicht eher an den platten Bällen nach 8 Monaten. Aber das haben sie wirklich gut gemacht. Ich bin sehr zufrieden. Ja, wunderbar. Das ist doch toll. Merkst du mal den Fans, die sich vielleicht jetzt auch für die Vorbereitung interessieren, eventuell auch mal ein Spiel gucken kommen? Weil das ist ja, glaube ich, demnächst wieder möglich. Wir werden darüber berichten, in welchem Rahmen. Aber was habt ihr an Spielen so geplant, um euch zu messen und auch spielerisch vorzubereiten? Ja, wir haben schon ein paar Vorbereitungsspiele geplant. Es ist alles ein bisschen was schwierig. Es waren alle Vereine nicht so, dass sie direkt hier gerufen haben. Aber der Helge hat da gute Arbeit geleistet. Wir haben jetzt 3 Drittligaspiele. Wir haben mit Königsdorf, die ja aufgestiegen sind jetzt aus der Oberliga, spielen wir. Wir spielen gegen Wülfrath und wir spielen gegen Düsseldorf. Von daher ist schon sehr ambitioniert. Aber wir haben gedacht, ja, von nichts kommt nichts. Also müssen wir dann mal gucken, wo wir stehen. Das Thema, wo wir stehen, und ihr geht ja auch mit gewissen Zielen in so eine Saison. Jetzt kann man sich hohe Ziele setzen und nachher enttäuschen oder tief stapeln und nachher abräumen. Magst du mal so eure Ziele beschreiben, sofern es überhaupt realistisch möglich ist? Ich denke mal, es ist gar nicht so einfach, ne? Nee, das sehe ich auch so. Also ich glaube, es ist nicht einfach. Es ist extrem schwer einzuschätzen, wie die anderen Mannschaften sind. Wo stehen die? Wie haben die jetzt die ganze Zeit gearbeitet oder auch nicht gearbeitet? Sind da Leute zusammengeblieben? Sind die Mannschaften auseinandergebrochen etc.? Von daher müssen wir da wirklich mal abwarten, wie es ist. Wir haben, der Simon und ich, beziehungsweise Simon Helge und ich, wir haben darüber gesprochen. Und wir lassen es einfach auf uns zukommen. Also wir arbeiten für uns, wir arbeiten in unserem Team. Wir gucken, dass wir das Team so gut wie möglich vorbereiten. Und dann gucken wir mal, wie die Saison läuft und hoffen, dass wir das Bestmögliche rausholen. Und ich denke, auch alles andere macht keinen Sinn und würde vielleicht auch, entweder wird man gejagt dann auch in dem Moment oder weckt dann irgendwelche Ansprüche, die nachher nicht bedient werden können. Ich glaube, von Spiel zu Spiel denken, so wie du es gesagt hast, ist dann vollkommen richtig. Wann habt ihr das erste Heimspiel? Kannst du das schon sagen hier? Und wir werden dann berichten, ob dann auch Zuschauer möglich sind oder nicht. Hast du es im Kopf auswendig oder gerade nicht? Gerade so spontan nicht, nein. Dann macht das überhaupt nichts. Nee, genau. Wir haben ja zuerst die Auswärtsspiele. Wir spielen ja zuerst in Düsseldorf. Das ist jetzt Anfang Juli direkt. Und aber wann wir das erste Heimspiel haben, da müsste ich jetzt leider passen. Überhaupt kein Problem. Wir werden jedenfalls berichten in den sozialen Medien, auf YouTube, auf Facebook, auf Insta und auch werden dann noch berichten, in welchem Maße es möglich ist, diese Spiele anzuschauen und in welchem Maße dann auch wieder Kommunikation untereinander unter den dann gültigen Hygieneregeln. Es ist uns ganz wichtig, dass wir das dann auch hier durchziehen. Mini, das soll es gewesen sein. Vielen Dank. Du hast gleich Training. Wünsche dir ein gutes Training und wir werden weiter berichten. Macht's gut, liebe Freunde des HC Weiden und bis bald. Tschüss.